Hier Kabel, hier Kabel. Bist du voll? Scheiße, ja. Früher waren die Kabel, waren die deine Adern. Jetzt sind das normale Kabel. Aufs ja, nee, ganz früher war ich von der Stasi, wollten die mich immer verkabeln, habe ich aber mal nie gesagt. Ja, Heiko, herzlich willkommen. Herzlich willkommen hier zur allerersten Episode. Ich weiß gar nicht, wie ich beginnen soll. Das ist mein erster Podcast. Ich hätte niemals gedacht, dass ich jemals mich auf so eine Scheiße einlasse. Aber da du es bist, habe ich mir gedacht, du bist der Einzige, mit dem ich mich stundenlang unterhalten könnte. Und deswegen. Ja, das freut mich. Herzlich willkommen. Der Name für den Podcast, den seht ihr dann, glaube ich, im Titel, den haben wir noch nicht. Das ist ja alles auf dem letzten Drücker. Aber freut mich, dass wir es hier geschafft haben. Ich bin ja gerade in Polen. Du bist in Hamburg, ne? Aktuell. Du bist ja auch, ich bin mit mir oben hier, genau. Du ja. bist auch ab und an am Pendeln. Ne? Bisschen. Ja. Busy, sozusagen. Busy. Ja, aber du bist gerade auch viel busy, wenn man ehrlich ist. Ne? Du bist viel unterwegs. Du warst beim Gurkensohn, habe ich gesehen, letztens. Gurkensohn war hier bei uns oben. Ja. Wir haben das bei uns im Headquarter abgedreht, bei Smilodogs. Ja. Ja, kannte ich bis dato gar nicht. Wusste auch gar nicht, was das ist. Ich frage mich, ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber ist der so ein bisschen zurück oder was ist denn, was macht der? Da kann ich dich leider nicht aufklären, weil ich habe auch nur ein Video gesehen, darauf reagiert halt seine Transformation. Das fand ich krass, fand ich wirklich gut. Respekt ja. an den Jungen, aber sonst, ich weiß nichts über ihn. Ich weiß nicht, was er in der Vergangenheit gemacht hat, aber ein Kollege von mir hat gesagt, ey Heiko, finde ich voll gut, dass du das machst, weil der Typ, der ist behindert und finde ich geil, dass du Ich glaube nicht. So behindert. Ich weiß es nicht, glaube ich, will mich jetzt auch nicht 2000 Fenster lehnen, aber wie dem auch sei, eigentlich wollte ich nur sagen, ihm Respekt zollen. Auf alle Fälle hat er komplett was an der Laterne, der okay, Typ, ja, das steht fest. Haben wir doch alle, du auch, ich auch, haben wir doch alle irgendwo. Ja, aber anders irgendwie. Guck mal, warum ich dich eigentlich hier eingeladen habe in den Podcast. Es gibt nur eine Thematik, die wirklich, denke ich mal, die Zuschauer interessiert. Und auch die auch immer spannend ist, die auch nie ausgelutscht unsere ist. Unsere Penislänge und natürlich die Stoffthematik. Ne? Das ist ein Thema, worüber man sich, denke ich mal, jahrelang, stundenlang unterhalten könnte. Und warum ich genau dich hier, als nicht nur als Gast, weil wir sind ja keine Gäste, wir sind Partner, könnte man sagen, Podcast-Partner. Für die, ja. die es nicht wissen, also die Konstellation wird es jetzt öfter geben von uns beiden. Für die, die Bock haben, zieht es euch rein. Für die, die keinen Bock haben, schaltet einfach aus, weil das wird, glaube ich, hart asozial hier. Hartkernig, Freischnauze, aber darauf habe ich Bock. Und deswegen dachte ich mir, für die erste Episode, damit es direkt spannend wird, habe ich das Thema Stoff mir ausgesucht. Ne? Wie immer, das ist ja Hauptbestandteil meines Kanals. Und da wollte ich mal direkt mit dir einfach die Unterschiede absprechen, durchquatschen. Von früher zu heute. Du bist ja eher aus der Oldschool-Fraktion. Ich wurde letztens auch als Oldschooler betitelt, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Hat mich einer so genannt. Weil du zu viel mit mir abhängst, deswegen. Das kann auch sein. Ja, und ich bin eher so vor der neueren Schiene und da wollte ich einfach mal mit dir so die Unterschiede durchsprechen in der Folge hier. Von früher zu heute, ob es Unterschiede überhaupt gibt. Ich denke mal ganz klar. Ja, früher wurde einfach, denke ich mal, nicht nur anders trainiert, sondern auch anders dosiert. Wie siehst du das? Na, fangen wir mal anders an. Erstmal hast du recht, auf alle Fälle. Aber ich denke, dass die Hauptthematik liegt in der Qualität der Sachen, die es zu bekommen gibt oder die es auf dem Markt gibt, verfügbar. Früher war es ja genau umgedreht. Da war ja das Zeug aus dem Ostblock eigentlich relativ verschrien. Und heute Ostblock, bekommst du Ostblock-Stoff meinst du jetzt? Also, ja, ab Polen. War das gut oder schlecht früher? Was war damit gemeint? Unrein und schlecht und gefährlich. Fangen wir mal beim HGH an. Okay. Das HGH, was ja heute STH ist, heute wegen synthetisch, S davor. Und du hängst gerade übrigens. Und das HGH war ja vom Human, also vom Menschen abgezogen. Aus der Hirnanhangdrüse wurde das gewonnen von Leichen. Okay. Und wurde uns das immer so gesagt, in irgendwelchen russischen Hinterhöfen und in irgendwelchen Eimern wurden da die ganzen Gehirne reingebatscht und dann wurde der Scheiß da umgerührt und so ungefähr. Ja. Und dass da Creutzfeldt-Jakob einherging, das wusste man zum Anfang gar nicht, das kam ja später. Und dass diese Krankheit 20 Jahre Inkubationszeit hat. Ne? Also, aber das war dann auch am Ende scheißegal, weil
umso mehr man genommen hat davon, umso schneller konnte man rausfinden, ob das auch alles stimmt. Ob es wirkt so, oder nicht. So waren wir ja drauf gewesen früher. Hat uns nicht interessiert. Das Zeug war gut, muss man ganz klar sagen, aber das richtige Meinst FTH... Meinst du jetzt das Originale damals, nicht das Synthetische hergestellte? Na, das Synthetische gab es damals noch nicht. Okay. Das kam dann erst auf den Markt und hat das Humane abgelöst quasi, weil es sehr treffsicher war. Also Deutsches aus der Apotheke jetzt zum Beispiel war extrem rein. Diese verheerenden Nebenwirkungen konnten in der Form nicht auftreten, weil an der Kreuzfeld-Jakob gab es tatsächlich Fälle, wo dann Leute dran gestorben sind, wo das ausgebrochen ist. Aber wie gesagt, es war sehr gering, die Trefferquote. Wie war das Deswegen denn? Konnte man. Wie war das denn damals, sorry, mit der Verfügbarkeit überhaupt? Gut. Also so wie jetzt vergleichbar oder guter, leichter? Naja, man musste schon immer aufpassen, weil die Cops, die waren ja schon immer hinterher, ne? Gerade in Deutschland, weil das ja unter Arzneimittelgesetz und ab gewissen Regionen sogar unter BTM gefallen ist, also in Amerika zumindest. Und das ist, glaube ich, heutzutage immer noch unter BTM. Und wird es auch so gehandhabt und gehandelt, wenn man erwischt wird. Arzneimittelgesetz oder manche sogar BTM. Aber wenn man die Leute kannte, die man kennen musste, ist man rangekommen, war groß auch verfügbar, also man war gut aufgestellt, im Gegensatz zu den synthetischen Sachen, die nur begrenzt verfügbar waren. Und wenn die als unbegrenzt verfügbar angepriesen wurden, dann wusste ich, dass da zum Beispiel Fälschungen sein müssen. Mhm. Ne? Weil jeder kennt ja die Story vom kleinwüchsigen Kind, was der Kumpel hat, und deswegen bekommt er daran. Und die Story habe ich von 1000 verschiedenen Leuten gehört, also muss es 1000 kleinwüchsige Kinder in den Familien gegeben haben. Da. Ne, also die Geschichte, so als die Story kenne ich auch. Ja, die Story kenn die, ich die auch. Dealer-Geschichten, die, da muss man schon genau hinhören und ein bisschen Ahnung haben, nicht blauäugig sein. Aber wie gesagt, man ist an das Zeug damals relativ gut rangekommen. Es war auch relativ preiswert. Ich habe, glaube ich, 5 Mark oder 5 Euro, was waren das damals? Pro Einheit dann? Mark, glaube ich, 5 Mark pro Einheit bezahlt. Zwischen 3, das war schon mal ein richtiger Schnapper, ja. Aber sonst zwischen 5 und 15 Mark war so gängig gewesen auf dem Markt damals. Also eigentlich vergleichbar mit den heutigen Preisen sogar. Wenn man guckt, so China-Wachs fängt ab 1 Euro die Einheit an, geht rauf ja, bis 2 ja und dann, wenn du das Apothekenwachs holst, das fängt ja auch, das ist ja schweineteuer mittlerweile, ne? Ja, aber dann guck mal, genau da. Da bist du bei 200, 250 Euro für 36 Einheiten beispielsweise, habe ich so gehört. Das ist ja dann bei der Apotheke? Ja. Bei hier in der Apotheke, wenn du das Original kaufst, bist du bei 36 Einheiten bei 3.500 Euro circa. Ja, ich rede jetzt nicht, wenn du das auf Rezept holst und das dann irgendwo bei. Ja, aber im da Wald, ist dann wieder die Gefahr. Wenn du dich da im Wald triffst mit jemandem, nur der dir den Kofferraum aufmacht. Ja, aber da liegt ja wieder die Gefahr, weil wo haben die es her? Weil das ist nicht so, wie auch mit den Steroiden früher weiß, gesagt wurde, ey, ich habe einen Kumpel, der ist bei Schering, der stellt dann Glas runter, macht mal so. Ja. Schering wurde bewacht wie vor Nox. Ja. Die Angestellten, ich kannte jemanden von da, die durften nicht mal Unterwäsche tragen und wurden kontrolliert, wie beim Rein- und Rausgehen, also das alles... Diese Storys sind alle Blödsinn. Das funktioniert nicht. Ich habe auch einen Kumpel, der ist bei Bayer im Chemiewerk tätig und die haben da eine Zeit lang Levitra hergestellt. Ja. Und da wurde auch eine Zeit lang, haben die richtig da Reibach gemacht, haben die Jungs immer geklaut und dann wurde denen so auf die Finger geguckt, da war alles videoüberwacht, perfekt, da ging gar nichts mehr. Und das ist auch Bullshit. Vor allem das Problem ist, so wie du gesagt hast, wo hat der Typ das dann her? Ist das auch original oder nicht? Weil es wird ja heutzutage alles gefälscht. Die Originalen werden ja, ja 1:1 mit Barcode gefälscht, mit Datum, dies, das, Logos, Kartons, Verpackung, Beipackzettel. Da musst du wirklich schon... Das Einzige, was Sinn ergeben würde, wenn du wirklich wissen willst, ob es echt ist oder nicht, morgens früh, keine Ahnung, 10 Einheiten knallen, IGF-1-Wert messen, nüchtern und dann könnte man wissen, okay, funktioniert das oder funktioniert das nicht, ne? Aber jetzt Hand aufs Herz, welcher McFit-Pumper oder Amateur-Bodybuilder macht sowas? Die meisten machen ja noch nicht mal heutzutage ein Blutbild. Die hören sich die Geschichten von den Kumpels an. Ja. Knallt, Bruder, knallt rein damit. Ja. Brauchen wir ja sagen, ist echt, dann ist das für die echt. Ja. Die hinterfragen das gar nicht, weil Bodybuilder immer nach jedem Strohhalm greifen, den sie kriegen können. Ja.
Und wenn dann einer mit dem richtigen Vortrag kommt und das richtig verkauft, das Ding, dann kannst du dem Leuten pfützen, was er an die Ampullen tun. Ist tatsächlich so. Die denken halt nicht drüber nach. Aber um nochmal auf die Frage zu kommen, ich denke, dass damals die Stoffqualität eine höhere war, weil es noch viel mehr aus der Pharmaindustrie gab, also regulär, wo man sich besorgen konnte. Jetzt anabolische Steroide, auch aus der internationalen Apotheke und aus den umliegenden Ländern, Frankreich etc., Italien und so. Und deswegen heute, man braucht sich ja nur die Bodybuilder angucken. Genau, da wollte ich auch jetzt gerade drauf hinaus. Meinst du, das ist der Grund, warum, weil der Stoff eventuell nicht mehr so rein ist und da eventuell was... Kam akustisch nicht an. Bitte? Kam akustisch gerade nicht an. Meinst du, das ist der Grund, dass die Bodybuilder heutzutage so verbaut sind, weil der Stoff auch unrein ist? Weil wenn man jetzt die Bodybuilder von früher und von heute in der offenen Klasse vergleicht, viele sind ja verbaut, sowas gab es damals gar nicht zu der Zeit. Die sahen alle, die waren massiv, brutal, aber hatten noch eine Linie und Symmetrie. Und heute, schau dir mal so einen Nick Walker an, als bestes Beispiel. Das ist ja nicht nur einer, es gibt auch welche aus Deutschland. Unser Tim ist auch, der hat sich in den letzten Jahren so komisch entwickelt von der Linie her, dass der so ein Baukasten geworden ist. Meinst du, sowas hat auch was mit dem Stoff zu tun, dass da irgendein Dreck drin ist, was einfach die Struktur verändert und dass der Körper sich so komisch dann formiert, deformiert quasi? Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich denke mal eher dieser extrem wässrige Look, den die alle vorher haben. Das ist so mal so ein Indiz, dass da eine andere Qualität, eine andere Stoffqualität, andere Stacks gefahren werden sowieso. Wenn die Jungs meiner Meinung nach bei den Basics bleiben würden, wirklich bei den Basics bleiben würden, dann würden die auch teilweise anders aussehen. Aber was die halten sind die ja Basics? Was? Primo, Deka, Dianabol, Wachs, Winstrol. Damit kannst du alles machen, was du willst. Da brauchst du kein Trennen, du brauchst den ganzen Blödsinn nicht. Also, und Trennen ist ja nur heute das Modeding oder der Verkaufsschlager schlechthin, weil die alle denken, die mutieren, aber ja. Und es wird auch gesagt, die mutieren, aber wo sind die Mutanten? Ja. Wo sind sie? Ich finde, du erkennst auch einen sofort, der Trend drin hat, aber der halbherzig trainiert und nicht richtig ist. Diese Muskulatur, die sieht zugestopft aus, aber ist einfach von der Qualität richtig Schrott. Kennst du diese Leute? Ja. Die haben dann so einen flachen Arm, so ein bisschen rundere Schulter, aber sieht einfach nur Kernschrott aus. Sehe ich sehr, sehr häufig im Gym. Die sind teilweise sehr vaskulös, aber drunter ist keine Struktur. Ja. Und heutzutage wird ja gerne vaskulös mit hart verwechselt. Ja. Oh, guck mal, der ist ja schweinehart, der ist ja jetzt schon brutal hart. Das sagen die bei mir immer. Ich bin ja das beste Beispiel. Ich bin immer adrig, ich bin immer vaskulär, selbst im Aufbau. Und dann, wenn ich, du bist doch fast fertig, kannst du in 2 Wochen auf dem Wettkampf? Ich so, Junge, hast du sie noch alle? Ich kann gar nichts, nur weil ich ein paar Adern auf dem Bizeps habe. Das heißt nicht, also Vaskularität steht niemals für, also dass man jetzt extrem trocken ist. Muss man aufpassen. Natürlich kommen die Adern besser zum Vorschein, wenn der KFA gering ist. Aber das ist ja auch Bullshit, dass man sagt, ey, guck mal, zum Beispiel Rico hatte das ganz oft das Problem. Der war komplett verkabelt, seine ganzen Beine, aber der war eine Zeit lang nicht richtig hart. Und die Leute dachten, der ist aber richtig trocken. Jetzt ist er trocken gekommen. Gibt bei vielen nicht. Keine Einschnitte, nichts da, das kann man dann erkennen. Aber das ist halt auch, weil extrem viel Wasser gehalten wird in der Muskulatur, damit die voll ist. Aber jetzt zum Beispiel, wenn sich richtige Muskulatur entwickeln kann drunter. Die sieht dann anders aus, wie diese dicke Runde mit den Adern drüber, wie du das gerade beschreibst. Mhm. Und da unterscheiden die sich heute sehr. Guck mal, in der Off-Season waren wir alle aalglatt. Ja. Da waren wir aalglatt. Alle. Aber ob rund das die und voll. Ist, rund, voll, prall, fast nicht adrig, nichts zu sehen, einfach. Und der Look, der ist dann erst gekommen in der Prep. Ne? Und der war dann richtig, dann kam das Plastische raus, weil sich unter dieser dicken Schicht natürlich eine brutale Muskulatur entwickeln konnte. So. Und wenn du dann ziemlich reine Sachen hattest, dann war natürlich die Proteinsynthese und das alles, um die richtigen Reize in der Muskulatur zu setzen, eine ganz andere, wie als wenn jetzt nur Wasser gehalten wird, du ständig gepumpt aussiehst und voll, aber der Muskel an sich nicht entwickeln kann. So, weil die Nährstoffe auch nicht stimmen, weil die Jungs nicht richtig essen, weil die
ihre Nahrung mit Stoff kompensieren wollen, weil sie denken, umso mehr Stoff ich nehme, umso schneller wachse ich. Nee, du kommst um das Essen nicht drum rum. Also die Einstellung ist bei der Mehrheit heute anders. Und bei den Jungs, die es richtig machen, wie in Emir zum Beispiel, nehme ich mal als Beispiel, ne? Die wachsen dann noch, die entwickeln sich dann auch qualitativ sehr gut. Ne? Dass das jetzt in der Peak Week bei ihm echt ein Problem passiert, ist, das Volumen passiert zu halten. Immer wieder mal. Willst Na, du? Bei Emir ist das Phänomen, wenn wir mal ein bisschen abspeichen wollen, Emir hält auch extrem viel Wasser, aber er ist halt qualitativ sehr gut, weil er genetisch so auch veranlagt ist und dementsprechend aber auch trainiert. Er trainiert wirklich sehr, krank sehr hart und viel. Bis Und das, zur letzten Sekunde vom Wettkampf. Und dieses harte, schwere, extrem bedingungslose, das bringt ja auch die Muskelqualität am Ende des Tages. Und das, da wollen die Leute mal lieber in die Komfortzone, ihren Hitsatz machen, weil das ein Dorian Yates mal so gesagt hat, aber die sind alle nicht Dorian Yates. Das vergessen die immer. Die müssen erstmal mit den Basics anfangen, sich Grundmasse aufzubauen. Die sollen Bankdrücken machen, bis der Arzt kommt. Die sollen Kniebeugen machen, bis der Arzt kommt. Pressen, Dips, Klimmziehen und dann mal in die Geräte gehen und in die Hanteln. So baut man den Körper Step by Step auf. Aber die wollen ja immer alle den zweiten vor den ersten Schritt machen. Und das funktioniert nun mal nicht. Aber ich bei finde, Bodybuilding braucht man Geduld. Emir ist echt ein gutes Beispiel, weil ich habe ja auch, ich glaube, 3-4 Mal mit dem trainiert. Alles Mögliche durchgehen. Schon damals, da habe ich gemerkt, okay, ich trainiere gut und hart, aber das, was ich mache, das war im Vergleich zu ihm komplett Kindergarten. So, ich war nach den Trainings mit ihm eine Woche komplett im Eimer und der hat am nächsten Tag direkt weiter trainiert. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, Digga, der Mann hat Lachs mit Kartoffeln püriert und gesoffen und das alle 2 Stunden. Danach kam Hähnchen, Reisscheck, weil der hatte so viel Essen, der kriegt das nicht runter. Aber dem war das egal, der ist über Leichen gegangen. Der hätte gekotzt, die Kotze gegessen und auch seinen Shake weitergetrunken. Alles, Hauptsache, es läuft. Und da habe ich schon gemerkt, okay, das ist ein Unterschied zwischen uns beiden. Ich bin vom und Kopf das ist nicht konsequent. So. Ja, ich bin und vom nur Kopf das auch ist nicht so. Konsequent. Als Psychopath nicht konsequent. Das ist Psycho. Ja, Entweder du willst das, dieses. Aber da sieht man auch, wo bin ich jetzt gelandet, wo ist er gelandet? Er steht kurz davor, eine Mr. Olympia-Quali zu holen. Ich sitze auf dem Stuhl, aber ich habe es mir auch so ausgesucht. Ist ja auch das Mindset völlig okay. Ist entscheidend. Ja, 100%. Ne, das, und da ist er ein Paradebeispiel. Er will es unbedingt. Ja. Er ist, und selbst wenn es mit der Brechstange ist. Und so musst du da rangehen. Ne? Das, jetzt ist, hat denke er ich auch, das ist auch, denke ich mal, das, wie es früher war. Also so, ich denke mal, Emir ist einer von eurer Generation quasi, der in der heutigen Zeit lebt. Könnte man 100% sagen. 100% bin ich von überzeugt. Ne? Ja. Weil der macht das, der setzt das sehr gut um. Er liebt das kranke Training. Er liebt das wirklich. Viele können das ja gar nicht, weil die würden ja dran kaputt gehen. Oh, heute schon wieder und so. Ne? Und der fiebert ja schon den nächsten Tag entgegen, weil es einfach Bock bringt, Spaß bringt. Und wenn man die Einstellung mit hat, und da gibt es halt, ist ja nur natürlich, dass es da nicht alle Menschen gibt, die das so denken können, weil sonst würden ja alle so rumrennen. Da gibt es dann einen von 1000 oder einen von 10.000, der das im Kopf so hat, der auch zufällig Bodybuilding dann macht. Und dann entwickelt man sich. Weil guckt ja mal seine Men's Physik-Fotos an, gegenüber jetzt, was der für eine Metamorphose kann man meinst das damals nennen. Damals von der GmbF oder was? Ja, genau. Classic Physik war das, glaube ich. Keine Ahnung. Das ist krank, Alter. Das ist einfach. Ich habe das jetzt noch im Stream geguckt. Wir haben uns das aktuellste Video geguckt und dann gibt es ein Interview von dem, von Berend Breitenstein bei der GmbF mit ihm zusammen. Da wog der, glaube ich, 70 Kilo. Also das ist. Jetzt wiegt er mal einen das Doppelte. Richtig lustig. Aber selbes Gesicht, nur ein Schmal. Das ist richtig geil. Ja, nochmal. Oder ein Roman Fritz trainiert auch hart wie eine Sau. Ja. Hat sich halt nur mit dem Essen limitiert. Weil supplementtechnisch, denke ich mal, hat er nicht so viel verkehrt gemacht. Und er hat halt sich nur sehr, sehr viel Zeit geklaut. Aber es gehört jetzt, glaube ich, gar nicht hierher. Alles gut, wir können über alles quatschen, Heiko. Dafür sind wir doch hier. Aber wenn du jetzt schon das Thema Supplements ansprichst, was, wenn wir jetzt so den Vergleich ziehen von früher zu heute, wir wollen ja auch nicht nur über Stoff reden. Ich habe gedacht, wir machen in der Folge noch, du zählst mir, ich zähle dir so einen typischen Wettkampfstack von heute auf, wie die Jungs heute dosieren. Und du sagst mir das damals, wie es, weil ich rede, da sind schon ein paar Unterschiede, wie es damals bei euch war. Aber komm mal kurz zu Supplements. Guck mal, aktuell, wenn du so ins Internet gehst, Alter, du wirst ja überflutet, ne? Du weißt ja gar nicht, wenn du, sagen wir, du fängst gerade noch mit dem Sport an, was willst du als Kunde kaufen? Früher gab es, glaube ich, Kreatin, BCAAs und Whey. Oder?
Ich glaube, wenn wir das Thema jetzt behandeln, schneiden wir uns das eigene Fleisch. Nein. Es geht nicht darum. Es geht einfach nur um die Vielzahl. So, ich finde es ja geil, dass der Supplement-Markt sich so revolutioniert und es für jeden Mangel, für jeden Vitaminmangel gibt es irgendeine Tablette, für Gelenke, für alles. Aber früher wurde das ja ganz simpel gehalten. So, was war damals deine Supplement-Routine, wenn du dich zurückerinnerst? Bestimmt die Sachen, die ich gerade aufgezählt habe. Also, na, pass auf, du wirst lachen. Ich hatte gar keine genommen zum Anfang, außer Eiweiß. Okay. Also, weil ich es nicht wusste, nicht kannte und jetzt nicht unnötig Geld. Ich wollte lieber Geld für Stoff haben. Ne? Für mich war mal wichtig, der Kühlschrank muss voll sein, Stoff mit muss Essen da sein. Oder, mit Essen oder mit Wachs? Mit allem, mit Essen und Wachs, weil Essen war ja essentiell für mich. Stoff musste da sein, eine fette Karre musste vor der Tür stehen, scheiß auf Urlaub, scheiß auf Freunde, scheiß auf alles. Das war so okay. Mit Scheuklappen. Das heißt, ne? Den Satz habe ich in Erinnerung, den hast du mir schon mal irgendwann mal erzählt. Ich glaube im Verhör. Weiß ich ja. Nicht. Und dann habe ich angefangen, wo ich dann meinen ersten Trainer hatte, Klaus Maibaum aus der Olympic. Der hat dann gesagt, ja, du musst Eiweiß so und so, du musst viel Eiweiß essen. Ne? Und dann hat er mir erstmal erklärt, wo was drin ist und dies und das. Und dann dachte ich, okay, wenn der sagt, ich muss das so machen, dann muss ich halt noch mehr machen. Also habe ich dann angefangen, mir diese Weight Gainer Eimer von Weida zu kaufen damals. Die gab ja nur Weida, glaube ich. Megamass 3000 oder so hieß der doch. Ja, irgend so ein Scheiß. Der war lecker. Davon habe ich drei Stück die Woche weggehauen. Ja. Drei zum Eimer? Ja. Zum Essen dazu. Also zur Mahlzeit halt so ein Shake wenig, wahrscheinlich. Drei, vier Shakes, ne? Gesoffen. Und dann habe ich... Dann bin ich auf die Riegel gekommen, weil es war schnell, einfach. Ich habe über Fette und sowas gar nicht nachgedacht oder die biologische Wertigkeit von dem Eiweiß, was da drin ist, gab es für mich. Da ist Eiweiß drin, stand drin, Eiweißriegel. Also rein damit. So, dann die Story kennt ihr ja alle mit dem Karton jeden Tag. Ja. Und so habe ich mich da langsam reingefuchst. Dann hat mir Jean-Pierre Fuchs, der mir ja dann bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft geholfen hat, mich vorzubereiten, der hat mir gesagt, Heiko, Glutamin und BCAAs ist essentiell, die müssen dabei sein. Ich wusste nicht warum, wieso, der hat es gesagt, also besorgt. Gar nicht, schlau gemacht, einfach rein damit. Nö, dann auch eine Zeit lang, ach scheiß, machst du das ganz anders, besorgst dir nur Aminosäuren, lässt das Eiweiß weg, deckst deinen Eiweißbedarf durch Aminosäuren. Also hab dann so viel Aminosäuren am Tag gesoffen. Ich weiß nicht, ob mir das weitergeholfen hat oder nicht, aber es war auf alle Fälle nicht schlecht. Ja, gewirkt hat es, ne? Auf jeden Fall. Du bist ja geplatzt. Ne? Mittlerweile. Also ich denke mal nicht, dass du nur von den Aminosäuren, also nur von den Aminosäuren geplatzt bist, aber das hat bestimmt dazu. Ja, ich denke mal, die Kombi hat es gemacht. Ja, einfach dieses Bedingungslose und alles viel. Ja. So, also entgegen dem Satz, viel hilft nicht viel immer. Viel hilft viel. Punkt. Außer beim Stoff habe ich das dann irgendwann gelernt. Da habe ich dann Abstriche gemacht nach meinem Selbstversuch. Komm, Mike, hör auf, jetzt hier zu erzählen. Was? Du willst mir sagen, du hast irgendwann gering dosiert? Naja, gering gegenüber dem, was ich davor gemacht habe, also meine Höchstdosen, war das ja gering dosiert. Okay. Also gering dosiert ist denn, was weiß ich, mit 3 bis 5 Gramm die Woche. Das ist gering dosiert. Da kannst du mein T-Shirt nicht anziehen bei dieser Dosierung. Nee, leider. Gering dosieren Sprecher von 300 Milligramm die Woche. Da bin ich raus, ja. Aber so sehen sie halt auch alle aus, die 300 Milligramm. Also, warte mal. Weight Gainer, Eiweiß, Glutamin, BCA, Aminosäuren. Ja. Kreatin kannte keine Sau, das kam erst später. Okay. Da, durch meinen ersten Sponsor habe ich Kreatin kennengelernt, weil die das ihren Pferden gegeben haben. Ja. Die hatten Sportpferde. Ja. Und die haben das dann in größeren Mengen bekommen. Und so kam Kreatin auch hierher. Das waren so die ersten auch, die Kreatin hier hergeholt haben nach Deutschland. Also war das tatsächlich für die in Hamburg für die Tiere und zwar war das damals. Im Leistungssport für die Tiere wurde das verwendet, genau. Also für die Pferde, wird heute noch so gemacht. Und der Wolfgang Franke, der war mein allererster Sponsor, der hatte das mit seinem Geschäftspartner auf den Markt gebracht. War auch übrigens der allererste, der Dorian jetzt hier nach Deutschland. Warte mal, der Typ, der deinen allerersten Sponsor dir gegeben hat, war das so ein reiner, war das so ein Kreatinsponsor rein oder wie? Oder hatte der mehrere Produkte? Der hatte mehrere, der hatte auch. Aber war das jetzt für Menschen gedacht oder war das noch für die Tiere, der Typ? Nee, das hat er dann für den Sport gemacht. Okay, ich war gerade kurz, ne? Ich so, ey, du hast doch jetzt keinen Tiersponsor bekommen.
Meine Geschäftspartnerin, die hatte Sportpferde gehabt und die hat das dort verwendet und dadurch wusste ich, dass die das da nehmen. Der hat dann zusammen, der hat diese ersten abgepackten Proteintüten gehabt in Kartons. Okay. Nutrex? Wird dir nichts mehr sagen. Nutrex kenne ich. Ich kenne eine Marke, die heißt Nutrex aus Amerika. Nee, Matrex ist das. Oder so, ja, irgendwie sowas. Und unsere war Nutrex, glaube ich. Oder umgekehrt. Okay, auf alle Fälle waren das so abgepackte Tütchen, fertig, gleich portioniert. Das war natürlich auch schon so ein Weltneuheit. Ja, weil du konntest, musstest nicht die Eimer mitschleppen, du konntest dir dann, wenn du unterwegs warst, ein paar Tüten in die Tasche schmeißen und dann hattest du immer 30 Gramm Eiweiß, waren, glaube ich, drin in so einer Tüte. Und ja, viel mehr Sachen hat er, glaube ich, gar nicht so gehabt. Also hast du es wirklich tatsächlich sehr basic-lastig gehalten, ne? Einfach nur das Nötigste. Kein Firlefanz. Aber das haben sie alle so gemacht. Glaub mir, ja, ich glaube aber auch damals war der Supplement-Markt noch nicht so revolutioniert. War auch auf keinen Fall. Guck mal jetzt, was abgeht. Nein. Jeden Monat kommt irgendein neues Produkt auf den Markt oder so. Finde ich ja auch gut, wie gesagt. Ich habe absolut nichts dagegen. Ich finde es geil. Klar, viele Produkte, ich probiere auch vieles aus. Viele denke ich mir, das ist jetzt zum Beispiel ein Booster. Braucht man einen Booster? Natürlich braucht man keinen Booster für einen Pump. Ist das geil mit Pump-Booster? Ja, ist geil mit Pump-Booster. Deswegen finde ich, aber braucht man es? Nein. Du hast auch mit guter Ernährung, Salz, Wasser hast du auch einen geilen Pump. Das sind halt so Feinschliffdinger. Kann man sich gönnen, muss man aber nicht. Ne? Brauchst ja auch kein Gucci-Hemd. Ja. Holst es dir, weil es geil aussieht, zum Beispiel. Hörst du mich noch? Hängst du? Jetzt wieder. Ja. Also du hast es sehr simpel gehalten, wenn man das jetzt mit mir zum Beispiel vergleicht. Digga, ich schluck am Tag 40 Tabletten, nehme 6 verschiedene Pulversorten, von Kollagen bis Basepulver, Vitamin C, alles Mögliche. Ne? Und sehe ich so aus wie die Bodybuilder von damals? Nein. Gut, Vitamin C. Vitamin C habe ich auch hochgenommen, also hochdosiert, aber aus der Apotheke, die Ascorbinsäure. Ja, kenne ich auch. 100%ige. Kenne ich auch. Die haben wir in die Wasserflaschen gekippt und unkontrolliert, mehr oder weniger. Und haben dann unsere wahrscheinlich 4-5 Gramm am Tag gehabt, Vitamin C. Ganz kurz, was mich auch interessiert. Dann haben wir uns hier. Ja, sorry, sag. Ist hier ein bisschen verzögert. Dann gab es ja dann diese, in der Apotheke, diese Retard-Tabletten, Vitamin C. Dann, okay. Dann ist man auf die umgestiegen, weil die über den ganzen Tag abgegeben haben. Okay. Da, weil alles, was an Vitamin C oder viele wasserlösliche Vitamine werden vom Körper nicht gespeichert. Und die scheidet man direkt so wieder aus, was zu viel ist. Genau. Also hat man dann sich schon Gedanken gemacht, wie man das optimieren kann, dass er verfügbar für den ganzen Tag ist. Dann kamen die ersten Omega-Geschichten mit den Fetten. Man hat sich da so reingefuchst. Man hat immer mehr zugehört. Man hat gesehen, was auf den Markt kam. Man hat dann ein paar Sachen ausprobiert. Am Ende hatte man auch eine Pillendose gehabt. Also mit vielen Vitaminen und Mineralien. Mineralien, gerade Magnesium, Zink, Calcium, solche Sachen, das wurde dann halt hochdosiert, ne? Und hat man halt gebraucht mit Salz, gut, wisst ihr selber, da habe ich noch nie so drüber geguckt, in der Prep hatte ich es raus und wahrscheinlich war mir ein Essen genügend gesalzen gewesen. Also einfach zu viel Menge hat es allein an Essen schon, ne? Ja. Wie war denn das damals mit deinem Immunsystem? Warst du oft krank, warst du stramm, warst du stabil? Ich war letztes Jahr auch komplett im Arsch. Ich konnte nicht richtig trainieren, weil ich irgendwie einmal im Monat gefühlt krank war. Wie war das damals bei euch? Naja, erstmal mussten wir uns alle nicht Corona impfen lassen. Das ist das Erste. Und abgesehen davon, Heiko, komm. William, du lachst. Die Leute... Komischerweise treten die Symptome jetzt alle gleich auf im Bekanntenkreis. Steve, so dieses Down und Kränkeln und ist schon nicht so abwegig, was ich sage, glaube ich. Aber egal. Ja. Damals, wie gesagt, haben wir, ich wollte gerade sagen, auf eine gesunde Lebensweise geachtet. Ich glaube nicht. Ihr habt wie heißt das nochmal? Schadensbegrenzung betrieben. Ja, ja. Ich wusste, dass ich mein Immunsystem über den Verdauungstrakt aufbaut und dementsprechend
habe ich dann versucht, halt irgendwelche Nährstoffe mal reinzugeben, irgendwelche Ballaststoffe zusätzlich, dass sich der Darm da vernünftig verhalten kann über zu diesem übermäßigen Fressen, was er mal gemacht hat, damit das Immunsystem immer irgendwie gleich bleibt. Und dann habe ich zum Beispiel, wenn ich mal krank war, Erkältung hat man ja mal gekriegt, dann bin ich wirklich wieder langsam ins Training reingegangen und habe auch wirklich auskuriert. Erstmal, weil ich Angst hatte vor einer Herzmuskelentzündung. Und zweitens, wusste ich, wenn ich jetzt volle Kanne gebe, dann kriegt das Immunsystem gleich wieder voll in die Fresse. Also muss ich doch erstmal das Immunsystem trainieren, sprich Cardio, leichte Gewichte. Und dann konnte man pyramidenförmig nach oben gehen, relativ zügig auch. Aber ich habe mir da wirklich schon ein paar Tage Zeit gelassen, wenn ich wieder ins Training gegangen bin, um meinem Immunsystem die Möglichkeit zu geben, sich parallel oder ja, meinem Körper wieder anzupassen, was die Belastung angeht. Es gab Athleten, die sind so weit gegangen, in Amerika auch viel, habe ich dann mitbekommen, dass die haben Darmspülung machen lassen alle halbe Jahr. Okay. Ne? Also, Was ja auch eigentlich nicht so verkehrt ist, ne, solche Geschichten. ja, Ne? weil Ich habe auch man mal so ein spart Video Zeit. drauf Man reagiert. kann natürlich auch den langen Weg gehen, wenn man mal 3 Tage fastet Ja. und nur Wasser trinkt. 3 Tage nur Wasser trinken. Das hat ein Bekannter von mir gemacht. Der hat dann das einmal im Jahr gemacht. Und der hat dann richtig auch Lederfetzen ausgeschissen, alles. Also die Darmzotten, die das alles festhalten, die haben das dann alles abgegeben. Er war komplett gereinigt dann hinterher quasi. Ja, es lagert sich ja auch wirklich viel ab. Einer hat Dinger, ich habe Unwahrscheinlich, auf ein Video unwahrscheinlich. reagiert von Karl S., diesen Spinner. Alter, der hat da Steine rausgesiebt. Der hat aber auch so eine Kur gemacht mit Saftkur und Einlauf und alles. Der hat so seinen Darm richtig gereinigt. Der hat das am Ende präsentiert vor Kamera. Der hat das gefiltert, sauber gemacht. Das waren Bröckel, Steine, Ablagerungen im Ja, Darm. Überleg die mal. verkalken ja, die bleiben da liegen. Weil man Ja, muss sich so vorstellen, dieser Kalksteine. Schlauchdarm, der hat so diese Zotten und die halten das fest. Und das ist wie so eine Schleimablagerung. Und wenn die nicht abgeführt werden kann vernünftig, dann bilden sich da wirklich Klumpen, die dann wie so eine Art versteinern, also die sich so verfestigen. Ja. Und das ist tatsächlich so. Und wie gesagt, das Immunsystem baut sich über den Darmtrakt auf, über den Darm. Und deswegen sollte man darauf achten. Das habe ich, so eine wichtige Sache habe ich gelernt oder gehört und angenommen, weil ich wusste, ich muss gesund bleiben, wenn ich trainieren will. Das war so wie so ein Mechanismus in meinem Körper. Die wichtigen Sachen konnte ich mir alle merken immer. Da musste mir auch nichts aufschreiben oder irgendwas. Das war abgespeichert. Ich muss das und das so machen, wenn ich diesen Vollgasweg gehe. Weil man kann ja nicht nur Raubbau betreiben am Körper, sondern man muss auch den Körper, mein Potenzial oder mein Material muss ich schützen irgendwie, dass es lange funktioniert. Das war immer mein Kopf. Es muss lange funktionieren. Und Was wahrscheinlich. ja am Ende dann leider nicht geklappt hat, ne? Durch die ganzen Verletzungen musstest du ja aufhören, ne? Ja, auch Käse. Aber das war ja nicht gesundheitlich, sondern eher körperlich gesundheitlich, sondern nicht vom Verdauungstrakt oder weil du krankhaft geworden bist, sondern einfach Gelenke, Knie waren bei dir der Fehler auch, ne? Nee. Der ausschlaggebende Punkt am Ende. Der Quadrizepsabriss beim Go-Kart fahren, mein Unfall. Ach jo, aber Knie hast du auch beide operiert, Naja, ne? da, deswegen. Nach dem Go-Kart-Unfall. Naja, da habe ich mir doch die Muskeln abgerissen dabei. Wegen so einer Scheiße, überleg Ja, und mal. da sind mir die Kniescheiben rausgesprungen, da habe ich mir die Muskeln abgerissen, die Sehnen Drückt oben. eine Tonne auf die Beinpresse, passiert gar nichts, geht einmal Go-Kart fahren, reißt sich die Quadrizeps ab, Junge. Ja, Nicht deswegen. normal. In Amerika hätte ich viel Geld gekriegt dafür. Hammerhart. Weil man Ja, darf ja jeden bloß bis Scheißdreck. 90 Kilo in die Dinger einsteigen eigentlich. Ach so, okay. Ja, mit Gut zu wissen. 140 Kilo Da sollst du ja kann nicht ich auch Go-Kart nicht. fahren. Ja, das stimmt. Ja. Ja, was wollte ich nur besprechen mit dir? Genau, Immunsystem. Ja. ich erzähl dir jetzt mal, Warte mal wie umgedreht. Mal heutzutage. umgedreht. Ja. William. Was tust du denn für Bitte. dein Immunsystem? Vitamine fressen. Ganz viele, alle möglichen. Nur in Kapselform oder auch aus Früchten? Nö, auch Pulver, Früchte nehme ich auch, aber ich esse jetzt nicht viele Früchte. Das Einzige, was ich an Früchten esse, sind tatsächlich eigentlich nur Beeren. So 200, 250 Gramm am Man kann Tag habe ja ich Beeren drin, mal einen Apfel, mal eine Banane, aber eigentlich Beeren. Mal so für die So. Leute ganz kurz sagen, wenn viele sagen, man soll Obst essen und so. Eigentlich ist es Bullshit, weil das Obst,
wenn es gepflückt wird, dann hat es die Vitamine. Bis im Supermarkt verliert das so viel Vitamine, dass der Apfel, beim Gemüse genauso, dass der Apfel eigentlich nur noch 30% seiner Vitamine hat und stündlich mehr verliert. Es geht ja im Stundentakt verloren. Und deswegen alle schockgefrorenen Sachen, Fisch, Gemüse, ja, das ist für einen Bodybuilder essentiell. Da sind die Vitamine noch alle drin und konserviert. Alles, was schockgefroren wurde nach der Ernte, ist für einen Bodybuilder geeignet, weil da alles drin ist. Und die ganzen frischen Sachen, die uns immer im Fernsehen offeriert werden, alles Bullshit, weil es tot ist, das Zeug. Nicht komplett, aber zum großen Teil auf guck jeden dir, Fall. Guck dir mal. Dazu. Aber ich esse eh nur schockgefrorenes Früchte. Gemüse nicht, aber Früchte schon. Tiefkühlgemüse ist nicht meins, aber Obst schon. Ja, ansonsten habe ich ganz normal Supplements. Nur halt, ne? Schockgefrorenes ich achte Gemüse. Halt, seit immer. Ich achte halt drauf, dass ich Gemüse, okay, wenn ich ehrlich bin, ich esse zu wenig Gemüse. Ja, ich mag halt kein Gemüse, muss schon gut zubereitet sein. Veganer. Ich esse das halt einfach nur, weil ich weiß, dass es gut ist. Ja, Anti-Veganer, kannst du mal sehen. Aber Früchte esse ich so 200, 300 Gramm am Tag, aber dann in Form Erdbeeren, Himbeeren, ist auch gut für die Verdauung, ein paar Himbeeren oder ein paar Blaubeeren, auch gute Antioxidantien. Aber sonst habe ich halt die ganze Palette an Supplements drin. Was, und natürlich auch jetzt noch Spezial-Supplements, Gesundheitssupplements gibt es ja auch für die Special-Subs. Ja, die OPC, Citrus Bergamot, Astragalus und sowas, damit habe ich mich auch sehr spät beschäftigt. Und es ist auf jeden Fall, es hilft auch. Ist zwar teuer, muss man nochmal ein bisschen Geld investieren, aber ich finde, wenn man gerade den Weg einschreitet als Geringdosierer, da muss man natürlich auch achten, dass die anderen Parameter stimmen und zwar so ein Blutbild regelmäßig machen und da halt achten, dass gewisse Werte im grünen Bereich sind. Weil das ist ja auch das, was ich mir immer denke. Man will den Sport lange betreiben, auf lange Sicht und nicht die nächsten ein, zwei Jahre und dann ist Feierabend. Das ist ja auch Käse. Ne? Siehst du, das unterscheidet uns auch schon, was du gerade gesagt hast mit den Gemüse und den Beeren. Beeren und so einen Dreck habe ich immer weggelassen, einfach aus dem Grund, alles was Beeren sind und diese kleinen Körner drin hat und so, bläht. Und da ich diese extrem hohe Nahrungsmenge aufnehmen musste, konnte ich mir so viel Luft im Bauch nicht leisten, weil dann hätte ich ja nicht essen können, wenn du immer so viel Luft im Bauch hast, was man ja trotzdem hatte. Und Gemüse zum Beispiel habe ich rein als Ballaststoff gesehen. Wie wir Amerikaner sagen, Fibers. Ne? Also Ballaststoffe, ja. Ballaststoffe, nur aus dem Grund habe ich Gemüse gegessen. Und warum habe ich buntes Gemüse in der Prep weggelassen? Einfach wegen dem Fruchtzuckeranteil, weil der zu hoch ist da drin. Da ist man dann wieder ziemlich genau geworden. Nur noch grün, genau. Grünes Zeug. Und deswegen habe ich auch so viel Bohnen gegessen damals, weil zum Anfang hast du zwar auch vielleicht der ein oder andere die Blähprobleme, gewöhnt sich der Körper aber relativ schnell dran. Und ich habe es dann rein als Ballaststoff gesehen, damit der blanke Reis, den ich in der Prep genommen habe, dann irgendwie wieder abgeführt wird und halt nicht im Darm liegen bleibt. So wie zum Beispiel im Alter haben das auch viele Bodybuilder, die das nicht mitbekommen, dass sich ihr Verdauungstrakt auch verändert hat. Steve hatte auch viele Probleme gehabt beim Laden, diese Weißbrotgeschichten, Burgergeschichten. Der Dreck geht nicht mehr raus, der bleibt liegen. Und deswegen haben dann viele auch diesen. Bei vielen, ja. Bei deswegen vielen, haben dann viele auf der Bühne auch diesen Blähbauch, wenn sie überladen sind. Gerade ältere Athleten, weil die einfach anders laden müssen, wenn sie laden müssen. Und so verändert sich der Verdauungstrakt im Laufe zunehmenden Alters, genau wie die Zahl im Ausweis. Nee, die verändert sich ja nicht, die bleibt ja gleich. Ja, das mit dem Laden ist auch. Musst du dich vorstellen, du musst ja in so kurzer Zeit so viele Kohlenhydrate fressen. Bei vielen, es gibt viele Athleten, die kriegst du einfach nicht voll. Und da wird der Bauch halt, das ist keine Wachswampe, das ist einfach so viel Nahrung im Magen, weil das noch nicht alles verdaut ist. Und man will den Athleten aber voll bekommen. Und dann entsteht ja quasi dieser kugelrunde Bauch, den man häufig sieht auf der Bühne, wenn die so von der einen Pose in die andere sehen, weil sonst versucht man den ja irgendwie zu verdecken. Aber die meisten vergessen das, wenn die in die Übergänge gehen. Und dann kommt die Plauze ab und an mal raus. Aber ne? Gucke mal, da waren wir im Osten damals schon, zu DDR-Zeiten, so schlau, dass man sich direkt hinter der Bühne an Glukosetropf gehangen hat. Weil dann hast du... Echt? Ja, hat man irgendeine Krankenschwester gekannt, die hat das Zeug besorgt, das war nicht so schwer. Und dann hat man sich irgendwo in der stillen Ecke, wo es keiner sieht, hat man sich an Glukosetropf gehangen, dann hast du keinen Vorstehbauch. Ne? Und dann kommen die... Das ist das erste Mal, was ich so... Ehrlich? Will. Krass. Nee, Glukosetropf und dann einen Schluck Alkohol.
Dann hat es die Adern rausgescheppert, du hattest einen flachen Bauch, du bist voll geworden beim Aufwärmen. Ganz simpel, aber funktioniert halt, ne? Und heute wird geschaufelt, aber das Schlimme ist ja, die Leute schaufeln ja heutzutage, obwohl sie nicht ansatzweise hart sind und wollen dann hinter der Bühne laden, wo ich denke, was lädt denn jetzt? Das Einzige, was jetzt passieren kann, ist, werd erstmal trocken, Junge. Er geht mit so einem Kessel raus, das ist das Einzige, was passiert und ist nicht mal hart. Wenn du nicht trocken bist, dann brauchst du auch nicht laden, das bringt ja überhaupt nichts. Ist ja Käse. Das kommt ja auch immer auf das System an, wie du dich vorbereitet hast. Ob du überhaupt lädst oder ob du... manche werden ja auch gar nicht leer beim Entladen. Ne? Manche ist so, da trainierst. Deswegen, ich habe das erste Mal gesehen bei Jean-Pierre Fuchs, der hat dann teilweise 3 Trainings am Tag gemacht, damit der leer wird. Ne? Das war und aber schon auf dem Zahnfleisch gerutscht und dann 3 Trainings am Tag. Dachte ich, Alter, das ist ja unmenschlich, das ist ja absolut unmenschlich. Ne? Ja, ist aber dann wiederum, jeder funktioniert auch anders, jeder Körper. Beispielsweise Chris Kall. Kennst du ja auch mittlerweile. Der hat in der Peak Week frisst er fast 5000 Kalorien noch. 4500 hatte der in der Peak. Kann man machen. Aber dann brauchst du halt, halt nicht laden. Dann gehst du so ran. Dann gibt es andere Leute, die essen, die wiegen genauso viel, vielleicht noch mehr und die fressen dann unter 2000 Kalorien in der Peak Week. Das ist, muss man mit der Zeit. Man muss den Körper kennen. So, Heiko, ganz kurz. Du hast gleich noch einen wichtigen Termin, hast du mir vor dem Dreh gesagt. Ja. Deswegen heute, die Episode wird ein bisschen kürzer, aber ich will ein wichtiges Thema auf jeden Fall noch mit dir besprechen hier. Und zwar mit dem, ich nenne dir jetzt mal von heutiger Zeit, so wie ich das mitgekriegt habe, wie ich das weiß, wie ein Wettkampfathlet dosiert. Ich könnte dir so einen typischen Wettkampfstack jetzt mal nennen, den besprechen wir dann gemeinsam und dann gehen wir auf den Wettkampfstack von der damaligen Zeit ein. Du hast ja gesagt, da wurde beispielsweise mit Trenn gar nicht hantiert. Da wurde auf die Basics gesetzt. Ich bin jetzt nicht der Meinung, ich weiß, dass die meisten Athleten, es dosieren fast alle gleich, natürlich wird es irgendwelche geben, die was anderes konsumieren, aber es sieht wie folgt aus, so ungefähr 10-12 Wochen vorm Wettkampf wird alles auf kurze Ester umgeswitcht, Test Prop, beispielsweise 700, Masteron Propionat 350, Trennacetat auch 3,50. Das wäre so diese 3 Injects. Pro Tag oder und dann pro Tag oder pro Woche? Pro Woche. Aha. Ich rede jetzt von so einer Dosierung von einem Amateur. Okay. Ich rede jetzt nicht vom Schwergewichtsbodybuilder, das weiß ich nicht. Ich war noch nie einer. Sagen wir reden jetzt von einem 95 Kilo schweren Classic-Athleten. Dann wird bei den meisten Clen eingebaut. Auch sehr lange, 6-8 Wochen, je nachdem. Dann als Oral kommt noch sehr häufig Anavar dazu und am Ende als Oral nochmal Winstrol. Dann wird natürlich noch mit Wachs hantiert, 2-4 Einheiten würde ich behaupten. Und am Ende vielleicht wird Propionat gestrichen, dann wird noch Proviron eingebaut und eventuell noch ein paar Dinger, um das Wasser rauszudrücken, wenn man chemisch entwässert. Aber das ist ja unterschiedlich. Manche entwässern mit Aldacton, manche ohne. Dann gibt es noch welche, die bauen Dehydro ein am Ende, manche ohne. Aber das ist so, also Anavar, Winstrol als Orals, Clen noch und als Injects Trenn, Test und Maste. Alles kurze Ester. Sind da Unterschiede zur damaligen Zeit? Ja, etwas. Das Problem ist jetzt, William, wenn ich jetzt sage, was ich gemacht habe, womit ich eigentlich kein Problem habe, wenn wir uns unterhalten, dass ich... Nee, du musst nicht die Menge sagen, aber die einzelnen Stoffe, das wäre interessant. Ich weiß, wir wollen hier niemanden verleiten. Ja, dazu, das ist gefährlich. Ich habe gar keine Schmerzen, meine Stacks preiszugeben. Bloß ich weiß, die werden missbraucht und falsch verstanden von den etwas minder bemittelten Leuten. Geistig minder bemittelten Leuten. Ist so. Weil die denken dann, okay, wenn der das so gemacht hat, dann denken die so wie ich damals, dann muss ich das mal 3 machen. Und das funktioniert natürlich nicht. Man muss sowieso in der Prep erstmal einen vernünftigen Coach an der Seite haben, der einen Überblick behält. Und dann haben wir, also es war drin, Propionat ist richtig, Spiroprent ist richtig, also Clen, ja. Winstrol ist richtig. Als Oral oder als Inject? Weil damals war es auch sehr häufig als Inject verbreitet, ne? Auf Wasserbasis. Ja, Inject. Okay. Wachs ist klar, aber Wachs nur bis 2 Wochen vor dem Wettkampf, wegen dem Wasser. Ja, ja, ja.
Auch so. Hallocystin. Manche haben doch Ephedrin genommen, aber ich habe von solchen Sachen nichts gehalten, also ich habe es nicht gemacht. Ich auch nicht. Hallocystin lange oder wahrscheinlich nur kurz. Ne? 4 Wochen nee, vorher oder so, 3 Wochen vorher. Zwei, maximal 3. Also eher Tendenz zu 2. Und weil länger sollte man das mal nehmen. 4 ist schon echt hardcore. Das ist schon sehr und toxisch. Und braucht man nicht. Das braucht man nicht. Man, kurz und knackig und dann passt das. So, dann was haben wir noch gehabt? Ja, das war es dann eigentlich schon fast gewesen zum Schluss. Antiöstrogene. Krass, das ist keine Antiöstrogene auch, habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Aber nochmal zurück zu deinem Steak da, also nicht deinem, sondern das, was damals genommen worden ist. Also wirklich, als Inject gab es dann Test, und was hast du gesagt? Test, Winstrol. Winstrol. Wachs, Wachs. Insulin war ich immer raus. Also ich habe nicht mit Insulin gearbeitet. Zweimal hatte ich es probiert gehabt, in der ganzen Zeit, wo ich immer als Amateur und am Ende als Profi. Würde ich heute anders machen. Ich würde wahrscheinlich mehr damit arbeiten, aber ich habe es in meiner ganzen aktiven Zeit nicht gemacht. So, also das war schon mal draußen gewesen bei mir. Ja, dafür habe ich dann halt andere Sachen halt höher gefahren und hatte, ich denke mal, dass deswegen hatte ich auch immer so eine extrem dünne Haut gehabt. Weil ich habe eigentlich den beschissensten Hauttyp, den es gibt. Aber dort, dadurch, dass ich ohne Salz gearbeitet habe und ohne Insulin und solche Sachen, hatte ich ziemlich dünne Haut gehabt. Meinst du, das hat damals was gemacht? Ach so, gemacht, ja? Und Entwässerung, Spirokomp. Man hat mit Aldactone angefangen vorher, vorsichtig. Und am Ende hat man dann verschiedene andere, hat jeder ein anderes genommen. Ich bin mit Spirokomp gut gefahren, habe dann aber auch mal ein paar andere Sachen ausprobiert. Also 2 verschiedene Entwässerungsmittel habe ich dort dann leicht rausgedrückt, weil ich habe tatsächlich durchs Laden, Entladen und durch einen frühzeitigen Trinkstopp natürlich extrem viel Wasser nochmal verloren beziehungsweise in den Körper reingezogen. Ne, weil für mich war immer wichtig, dass das Wasser aus der Haut nicht verloren geht, sondern das Wasser in die Fülle geht, also rein in den Körper. Deswegen dann auch Kohlenhydrate hoch beim Laden. Muskulatur. Genau, und vorher musste man aber leer sein, damit das überhaupt funktioniert. Und das musste auch richtig getimed sein, weil wenn du es nicht richtig getimed hast, dann ist nämlich genau passiert, dass es umgekehrt war, dass der Muskel wieder losgelassen hat, also es wieder in die Haut gedrückt hat und dann sahst du aus, als ob du gar nicht dich vorbereitet hast. Na, auch wenn das Timing nicht stimmt, weil, guck mal, ich hab 3 Tage Trinkstopp gemacht, 2,5 bis 3 Tage. Und das ist die Hölle, schwöre ich dir. Also. 2,5 bis 3 Tage Trinkstopp hast du gemacht. Ja. Hast du dabei aber gegessen? Ja klar, geladen, oder? Ja, dabei habe ich geladen. Das war ja dann. Brauchst du kein Wasser, damit das ankommt in der Muskulatur? Na, das Wasser sollte sich ja aus der Haut reinziehen. Das war ja der Trick. Das funktioniert aber, ne? Ja, weil die Flüssigkeit, die sollte ja aus der Haut im Muskel beziehungsweise in den Körper rein, damit die Kohlenhydrate gespalten werden können. Aber ich sag dir ehrlich, wo ich Amateur war, habe ich da tatsächlich einen Verdauungsstopp bekommen. Und dann liegst du da, so, das sind so ungefähr Schmerzen, die ein Mann aushalten müsste, als wenn er ein Kind bekommt. Ich hab einen Notarzt geholt, ohne Scheiße, ich habe einen Notarzt geholt, weil ich dachte, meine Bauchdecke öffnet sich gleich. So ein Druck hatte ich, so ein paar Bauchschmerzen hatte ich drin. Und ich bin immer noch geschockt von der Aussage 2,5 bis 3 Tage Trinkstopp. Ich hatte vielleicht 20 Stunden Trinkstopp oder 18, das war mein längstes und das war schon, Alter, man fühlt sich wie eine Leiche. Und das nochmal mal 3, boah. Und du verbrennst, als ob du innerlich verbrennst. So, du würdest dich am liebsten in eine Badewanne mit Eiswürfeln legen oder so. Das ist, also Durst ist 100-mal schlimmer wie Hunger, ja. Und, aber wie gesagt, ich hatte mal gehört, dass Kattler das gesagt hat. Ich weiß nicht, ob er das mir ernst gemeint hat. Und dachte ich, okay, dann musst du das auch so machen. Mach's einfach nach, was der Kattler da erzählt. Ja, genau. Und dann, dann habe ich das halt so gemacht. Und hat ja dann, wenn ich richtig
dosiert habe, also richtig geladen habe und die richtige Menge Kohlenhydrate, hat das auch sehr gut funktioniert. Ich durfte halt nur nicht so mit schweren Sachen laden, mit Nudeln, Kartoffeln, wie viele das machen, sondern ich musste wirklich mit Reis laden und gucken, dass die Kohlenhydrate noch ankommen, weil das gibt so einen Kipppunkt. Wenn du zu weit runter bist, dann nimmt der Körper die Kohlenhydrate einfach nicht mehr an, egal was du machst, die pfeifen einfach nur noch durch. Und deswegen werden dann viele auch nicht mehr voll und gehen nur noch mit einer dicken Keeper, mit einem dicken Ranzen auf die Bühne, weil es gar nicht mehr an der Muskulatur ankommt am Ende. Und da muss man ein gutes Timing finden, da muss man einen guten Coach an der Seite haben. Das ist eh schwer, das kann man auch jetzt mit ein paar anbauen. Also da muss man echt Glück haben, sowas mit dem ersten oder zweiten Anlauf hinzukriegen, perfekt zu pieken, das ist nicht einfach. Oder du hast einen erfahrenen Mann an der Seite, erfahrenen Aber Coach. Selbst der muss dich ja auch irgendwo kennenlernen, da muss man einen Probelauf machen oder so. Ja, na logisch, auf jeden Fall. Damit das läuft. Ne? Ja, aber krass, ich denke mal, wir haben heute schon so ein paar Unterschiede angesprochen, angeschnitten. Da das hier ein bisschen chaotisch war, das ist unsere erste Episode gewesen, mit dem ganzen Setup alles, wissen wir in Zukunft, was wir besser machen müssen, hoffe ich doch zumindest, weil die Kamera war hier die ganze Zeit am Überhitzen, deswegen gab es, glaube ich, ein paar Mal wieder einen Break, aber wir haben versucht, irgendwie drin zu bleiben im Gespräch, war natürlich nicht so einfach, immer wieder anzuknüpfen, aber das wird nicht die letzte Episode sein, ich denke mal, das ist so ein kleiner Einstieg, ich denke mal, das Thema können wir nochmal weiter ausgehend besprechen, ja, aber du hast einen Termin, sagst du bist busy, ne? Du bist ein Geschäftsmann, du musst weiter, ne? Leider. Aber man hat gesehen, dass deine Kamera für diese heiße Diskussion nicht gemacht ist. Ja, das ist scheiße, die ist zu heiß geworden, ist überhitzt. Nee, ja. Dann beheben wir das Problem bis zum nächsten Mal, aber hat mich auf jeden Fall gefreut, mich mit dir zu unterhalten mal wieder, nach längerer Zeit. Ich meine, wir quatschen immer wieder mal hin und an, auch mal, wenn die Kamera aus ist, privat. Aber so denke ich mal, kommen wir uns noch ein Ticken näher, Heiko, und können uns noch mehr kennenlernen hier in diesem Podcast. Ich denke mal auch, lass uns das zeitnah wiederholen. Ich denke, die Community, die wird da Spaß dran haben. Wir werden auch mal lustige Themen behandeln. Also jetzt, das war ja nur ein relativ ernstes Thema heute. Und dann bei lustigen Themen sind wir eh wieder in Hochform. Und das wird schon geil werden. Ich freue mich drauf, auf jeden Fall. Ich freue mich auch. Ja, schön. Cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir dann auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ich werde jetzt auch was essen und dann gleich zum Sport gehen, damit ich hier nicht vom Stuhl falle. Ne? Was hast du gesagt? Libra, Labrum, Löffelstiel. Wer viel frisst, der scheißt auch viel. Richtig. In diesem Sinne, Heiko, arrivederci. Bis zum nächsten Mal.